So, neuer Plan. Ich springe einfach ins Wasser. Und mache das Ganze dann einfach hintenrum praktisch. Versuchen wir das mal. So, in das Tor werde ich jetzt garantiert nicht gehen. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich betrete Sperrgebiet. So, da oben ist direkt einer. Da muss ich jetzt gucken, dass ich den schnell und effizient ausschalte. Heiliger Scheiß. Er schießt mit Zielfernrohr. Super. Sind doch alle extra stark, ne? Hier, oder was ist da los? So, ich sollte den mal echt öfter benutzen, meine Fähigkeit da. Das wäre vermutlich sinnig. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Leben generieren. Spannung, Spannung, Spannung! Scheiße, jetzt beeil dich. Worauf wartest du? Schau nach! Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch geht. Der Club geht kein Risiko. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Punk spielen? Ich glaube nicht. Da ist der. Ja, ist aber okay. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reicht dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn. Sehr schön. Also jetzt Menschen umbringen, wieder mal. Haben wir noch schon lange nicht mehr gemacht. So, da sind wir dann gleich da. Ich hoffe nur, wir haben auch einen Ort, wo wir aussteigen können. Und die Karte sagt ja. Er stört sich auch gar nicht, ne? Der gehört in die Klapsmühle. Ja. Hallo? Kann ich nicht? Ach Mann, ey, wie doof ist denn das? Also Bootfahren ist ja echt für den Arsch, ne? Da muss man immer irgendwo... Was ist denn das da? Da ist eine Leiter. Naja, 3 Meter weiter von mir aus. Da. Jetzt muss man ja ein Stück schwimmen. Ach ja, weil man aus einem Boot, also wenn man Boot fährt, kennt man ja, falls ihr schon mal Boot gefahren seid, man muss immer erst ins Wasser springen. Hallo, ich bin eine Leiter hochgeklettert. Man muss immer erst ins Wasser springen, um dann hinterher irgendwo 10 Meter weiter an Land zu gehen. Es ist unmöglich, da den Schritt an Land zu machen. Okay, so, und jetzt ist hier Sperrgebiet schon wieder. Hoppla. Achso, lokalisieren Sie die Wache mit Zugangscode. So, dann versuchen wir es mal. Zum 5. Mal. Nein, es ist erst das 3., aber macht nichts. So. Meine Privatsphäre steht nicht zum Verkauf. Wir müssen jetzt erstmal den Typen finden, der die
die Karte hat, also den Zugangscode. Erst fällt der Datenschutz und dann die Freiheit. Es wird natürlich nicht so einfach, wenn die Leute sich hier nicht richtig drehen, Blödmänner. Danke. Nächste. So, und einmal umdrehen bitte. Genau. Ja, das ist nicht normal. Ja. Das klingt komisch. Ja, umdrehen. Umdrehen. Nach rechts. Nein, das ist links. Das andere. Jawohl. Das ist. Ah. Schön. So. Nein. Bitte nach links drehen. Nach links. Links. Jawohl. Wohl. Das ist gut. Perfekt. Was soll das hier? Das sollte sich nicht bewegen, oder? Nein, sollte es nicht. Wo ist die Kamera? Ah, oder so. So ist auch gut. Jetzt bitte nach rechts drehen. Nach rechts, 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 rechts. Dreh dich nach rechts. Nein, rechts, rechts. Dreh dich nach rechts, rechts. Komm, guck dir nicht die Kamera. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist komisch. Ah, scheiße. Näher ran, näher ran, näher ran. Näher ran, ja. Jawohl! Perfekt, geil, super. Guck mal, ohne irgendein Problem. Jetzt müssen wir das nur noch hier schaffen. Ach, scheiße. Ach Gott, das ist gar nicht mal so einfach. Oh, ich glaube, das könnte das erste Mal werden, dass ich das nicht hinkriege. So. Oh oh. Okay, wir brauchen da, müssen wir irgendwie die Leitung hinkriegen. So geht's schon mal nicht. Also da und dann muss von unten noch was kommen. Das brauchen wir eigentlich von oben, aber von oben können wir nicht da das dafür brauchen. Das heißt, wir müssen irgendwie von hier hinkommen. Ah, warte. So. Jawohl. Perfekt. Nein! Nein! Ah! Ah! Okay, es wird nur zurückgesetzt. Das passiert also. Gut. Gut zu wissen. Haben wir wieder das dazugelernt. Jetzt machen wir es natürlich direkt. Perfekt. So. Das da und das da. Und dann haben wir's. So. Ja, hacken wir mal, ne? Was haben wir denn da? Sehen wir heute wieder Pornos oder doch nur einen Pädophilen? Ja. Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja, ich kann euch nicht mein Teleskop sehen. Ja! Ja, das bin ich ungefähr. Abends, mittags und manchmal auch morgens. Meistens aber eher abends. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Hier auf den Servern halt, ne? Boah, wie viel hier noch ist. So, was haben wir hier? Ja, ja. Es ist immer interessant, dieses gleiche Intro zu sehen. Eine Babywiege. Und ein Pferd, was daneben. Nein, das ist eine Frau. 2 Monate. Und besoffen, oder was? History Teacher. Hm. Ja, total interessant. Und hier haben wir. Nämlich jetzt, wir haben da jetzt Folgendes. Und zwar wird das Ganze genau ein.
auch das bin ich ungefähr den ganzen Tag. Dangerous Sound Level. Ja, upsala. So, hier ist nichts mehr. Okay. Wie wär's, wenn ich... Hey, du, ey. Ich werde dich jetzt küssen. Ja, thank you. Ja, gern geschehen. So, neuer Sektor frei. Oh Gott, freigeschaltet. Rub, 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 rub. So, wir sind oben. Wir haben gar kein Problem. Alles super gemacht. Wir müssen nur noch das Gebiet verlassen. Und schon ist die ganze Welt glücklich. Mein Gott, der Lift bewegt sich, Freunde. So ein Ding hat einen Motor. Das kann sich bewegen. Warum erschrecken die sich denn immer? Oh Gott, der Lift bewegt sich. Die Tür ist aufgegangen. Oh Gott, ein Mann, der rennt. Beziehungszugang freigeschaltet. Okay, das war. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Tue ich. Ja, okay. Ich habe gerade eine kleine Aufnahmepause gemacht und das ist jetzt der Ladestand, praktisch der Speicherpunkt. Ist wo ganz anders und ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts kaputt gegangen dabei. Oh, ja, gucken wir uns die neuen Sehenswürdigkeit in der Nähe an. Beste Kumpel, Sie beiden sollten öfter etwas zusammen unternehmen. 5 Anmeldungen geschafft, es gibt trotzdem noch viel zu entdecken. Mehr Details. Secret Six. Nach der Ermordung eines Geschäftsmanns im Jahre 1930 schlossen sich einige einflussreiche Geschäftsmänner aus Chicago gegen Campone zusammen. Diese 6 Leute heuerten Ailtones an, um Carbone für alle Male das Handwerk zu legen. Bis heute ist nicht viel über die 6 Männer bekannt. Sie unterstützen die Ermittlung, wo sie konnten, mit Geldmitteln und ihren geschäftlichen und steuerlichen Know-how. Sie betrieben sogar eine eigene illegale Bar, um Kriminelle auszuschnüffeln. Interessant. So, da sind wir angekommen. Ich habe auch nichts kaputt gefahren. Diesmal heute. Nein, das darf ich nicht machen. Dann kriege ich wieder zu viel negativen Einfluss. Ich wollte gerade sprengen, aber... Lieber nicht. So. Wir müssen irgendwo hier in den Abgrund springen. Nee, starren. Starren wir halt in den Abgrund. Ist nicht hier sogar dieses Blumenlevel, wo man über die Blumen hüpfen kann? Blumenhüpfenlevel! Weißt du was? Da habe ich jetzt Lust drauf. Das ist das, ne? Ne, digitale Trips natürlich. Spielen. So. Um ehrlich zu sein, brauche ich nämlich nur noch 10 Minuten, um diese Folge voll zu machen. Dementsprechend machen wir das einfach hier mal. Yay! Yay! Wuhu! Juhuhuhui! Nein! Und man weiß immer nicht, wo der jetzt genau landet. Diese Musik. Ah, so. Dann muss ich drüber. Okay, das klappt heute.
Wow. Nein, ja! Schön übers Kaufhaus. Hier, übers Parkhaus. Hui. Nein! Ah! Juhu! Yay! Das macht Spaß! Das war knapp. Da ist eine Kamera. Yeah, boah, das Haus ist gelb. Oh, die habe ich doch noch erwischt. Alles nur okay hier. Die war gut. Boah, wie lang geht denn das hier eigentlich? Okay, das war ein flotter Trip. Okay, cool. Oh, jetzt haben wir es. Frühblüher beendet. Toll. Einfach toll. So, was kriegen wir jetzt an Punkten hier? Präzision maximal. Neuer Rekord. Oh, guck mal. Ja. Kurs wählen auf nächster Kurs. Machen wir nächsten Kurs. Ja, komm, machen wir nochmal einen Kurs. Ihr wolltet ja auch mal ein bisschen was anderes sehen. Habt ihr jetzt davon. Jetzt, hallo. Ich wollte gerade sagen, das hat jetzt ein bisschen geruckelt. Neue Musik. Super. Boah, da muss man sich auch noch entscheiden, welchen Weg man nimmt. Oh, und dann geht das in die andere Richtung. Ah, sowas brauche ich in echt auch. Ist bestimmt super, wenn man Kopfschmerzen hat. Yay, yeah, das macht so viel Spaß. Downs. Wuhu. Ich sollte... Ja, ich auch. Ich sollte anfangen... Das jetzt mit Oculus Rift aus Third Person ist bestimmt auch super. Ich sollte anfangen, Drogen zu nehmen. Nein, sollte man nicht. So. Wie er sich freut. Muss das doof sein, wenn man so im... Fuck! Wenn man im Studio steht und solche Geräusche machen muss. Hui! Ja! Woo! Yay! Woo! So! Perfekt! Guck mal, perfekt kann ich auch. Nein, die Blume nicht mitgekriegt. Okay, ja. Da mal wieder perfekt. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Level ist hier. Ah, die ist gar nicht so einfach. Da muss man ordentlich bremsen bei der Blume. So, das ist jetzt alles uncut drin, ne? Hier wird fast nichts rausgeschnitten. So läuft das nämlich hier. So. Ja, ich denke, mit diesem freudigen Trip lasse ich euch jetzt mal alleine. Ihr könnt ja noch weiter... ja, euch auf Blumen fallen lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Woche wieder bei Watch Dogs hier. Ich versuche das jetzt noch, wenn das jetzt schief geht. Ja, wir sehen uns. Tschüss!